Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Liebe Leute, ja, von Nessa, denn das Ganze wurde ein Hotfix verpasst und das auch noch heute Abend ist das rausgekommen, also genau dann, wo ich Feierabend hatte. Ich muss dazu sagen, wenn ihr die Folge guckt, ist es natürlich schon ein Tag vergangen. Also kann man sagen, gestern kam ein Update von Nessa. Was heißt Update? Ein Hotfix. Also das muss man ja immer mal ganz gut vergleichen. Dass das nicht dasselbe ist. Ja, sondern das sind zwei verschiedene Sachen. So, wir spielen mit dem Gameplayer M20, wie ihr sehen könnt. Er gibt mir immer wirklich sehr viele Klamotten. Er gibt mir Waffen, er gibt mir Munition, ihr habt es ja gerade gesehen. Und ja, er erfüllt meine Taschen immer. Auch wenn ich es nicht will, er macht es trotzdem. Aber dafür habe ich ihm auch schon ein bisschen was gegeben. Nämlich das, was er auf dem Kopf hat. Als auch die Armschienen, die er trägt. Ja gut, wir werden mal gucken, ob wir das Ganze überleben. Der Server ist nämlich proppevoll. Ja, also voller geht's nicht. Und ja, werde dann mal so ein bisschen was zu dem Update erzählen. Ah, jetzt sage ich schon wieder Update. Immer wenn ich jetzt hier Update sage, müsst ihr euch vorstellen, ich sage in Wirklichkeit Hotfix. Denn es ist einfach kein Update, sondern ein Hotfix. Es ist ein paar MB bestehend. Oder aus ein paar MB bestehend. Okay. Dann wollen wir doch mal. Was hat dieses Hotfix verbessert, verändert? Das stellt ihr euch bestimmt diese Frage. Folgendes. Da ja jetzt das Anti-Cheat-Tool drauf ist. Ich nenne es jetzt einfach mal. Ich würde schon fast. Weg. Ban. Ja. Na du Rotzevieh, du. Ah, man sollte nicht zu nah an der Mauer stehen. Wo ist das Ding? Das war doch gerade hier. Man muss bei der Mauer weggehen. Sonst ist das Rotze-Ding da immer dahinter. Hinter der Wand. Ich glaube, der bleibt auch irgendwie da gerade. Verdammt, müssen wir mehr nach hier hingehen. Damit das Rotze-Ding rauskommt. Und wir werden beschossen. Von hinten. So eine feige Sau. Was das denn? Der ist auf jeden Fall tot, da ist noch einer. Also wie gesagt, der Server ist proppevoll. Also ihr werdet hier erleben. Oh. Da hat's einen erwischt. Aber keiner sammelt die Sachen ein. Dann ist hier ein Scharfschütze vermutlich. Was war das denn? Ich bin voll. Nein! Verdammt! Nein! Ich weine jetzt. Das gibt's doch nicht. Ach, verdammt! Ja. Ach, hör auf zu winken, du Pfeife. Das ist doch nicht normal, ey. Ja, das, wenn man zu gierig wird, ihr seht selber. Ach komm, Safe Zone. Pass mal auf, jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Ach ne. Was mache ich denn hier jetzt? Moment mal. Wo bin ich denn jetzt hier wieder?
Aber wir müssen mal eben schreiben. Schnell. Achso, ja, wir könnten ja eigentlich mal dahin rennen bei ihm. Das ist gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Jetzt haben wir aber 1000 Punkte jetzt hier, Wegpunkte. Und hier wird auch geschossen, das hört man im Hintergrund. Also hier scheinen mehrere Leute zu sein auf jeden Fall. Die sich hier bekriegen. Also wie gesagt, der Server ist ratzebutzvoll. Hier ist Mord und Totschlag. Verdammt, ich muss mehr nach links. Ah, jetzt habe ich meine Sprinten aufgebraucht. Also irgendwie, ja. Ach, vor mir ist das. Ich wollte gerade fragen, ob ich aus der Safe Zone raus bin, aber... Ich glaube, hinter mir ist jetzt einer. Ich bin mir nicht sicher. Hat sich gerade nämlich so angehört gehabt. Ah, sind meine eigenen Schritte. Also jetzt ist natürlich es ganz brutal auf so einem Server. Ja, es ist rappelvoll. Überall liegen Scharfschützen rum. Die nichts Besseres zu tun haben, als ein bisschen rumzusnipern. Was sie ja auch dürfen, so ist es ja nicht. Ja. Ich bin ja hier auf Frischfleisch. Vor allen Dingen, dass ich jetzt wieder losrenne. Mit einem Messer in der Hand. In der Hoffnung, dass ich da ankomme zu meinen Klamotten. Das ist natürlich ein bisschen krank, aber... Muss man mal gemacht haben. Ja, also wie gesagt, um nochmal eben den Satz zu beenden, was ich da vorher gesagt... So, jetzt ist er auch tot. Damit wären wir vollzählig. Ja, der hängt da irgendwo da oben. Lassen wir es gut sein. Der Sniper da irgendwo rum, da oben. Ich meine, ich könnte es jetzt nochmal versuchen. Ich bin jetzt eh halb auf dem Weg. Ah, ja, ja, ja. So, der Gameplayer M20 ist Nether. Das, was ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Oh, ein Spieler. Hallo, Spieler. Ja, dafür müsste ich mich nochmal umbringen. Um das zu spielen. So, jetzt mal, um es endlich mal zu erklären wegen dem Update. Hotfix, ja. Das mit dem, ja. Mit dem Finn eines Spielers, der einen Speedhack oder was auch immer benutzt für ein verbotenes Programm. Wurde anscheinend nicht richtig erkannt oder wie auch immer, wurde gar nicht erkannt. Und jetzt wurde das angeblich gefixt, das Ganze. Jetzt kann man es angeblich nicht mehr, ich bin mir nicht sicher. So, ich würde jetzt gerne nicht sterben, sondern eigentlich würde ich jetzt gerne mal auf Umwegen... Passt mal auf, wir machen das so. Wir machen mal im Main-Menü. Wie ich finde, gibt es auch irgendwie mehr Server, habe ich fast das Gefühl. Ja, stockt ganz schön. Ja. Loading. That is loading, loading, loading. Und wir spawnen als Crawler. Müssen den aber, glaube ich, jetzt nochmal einladen. Wo ist er denn hin? Ah, Akzept. Sudale. Oh ja. Hui. Ja, leider kann ich nicht sehen, was im Steam abgeht, weil irgendwie wird mir Steam hier nicht richtig angezeigt hier. Aber es ist eigentlich auch Wumpe. Und Hose wie Jacke. Ah, hier sind wir. Ah. Okay. Ja doch, eine Karte haben wir hier. Da will ich hin.
Ach, da muss ich ja da lang. Leileilei, leileilei. Ja, das wurde jetzt gefixt, als auch das Inventar wurde gefixt. Es war angeblich so, dass wohl die Munition oder ein Teil der Munition nicht wegging, wenn man geschossen hatte und nachgeladen hatte, sondern das blieb irgendwie, ja, eingefroren, kann man fast sagen. Aber wie auch immer, als Nether macht's richtig Spaß, wie ihr seht. Man kann rumhüpfen in unendliche Tiefen und Weiten. Hüpf, hüpf. Jetzt darf ich nicht der LSZ zu nahe kommen. Ist mir gerade aufgefallen. Weil sonst bin ich dead, ne? Deadline. Verstehst? Ja, hier, 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 hier. Genau das meine ich. Kann man nur einmal Nether? Ah, kann nochmal Nether. Das ist immer sehr atemberaubend. Jetzt sind wir irgendwo in Wasteland. Ah! Ach nö, ey. Aber ihr seht, als Nether hat sich eigentlich auch nicht so viel getan. Ist eigentlich eher suboptimal langweilig. Aber ich frage mich, ob man daran drinnen sterben kann. Im Wasser. Wäre mal eine interessante Nachforschung tätig zu, ja. Ach komm, wir gucken mal, ob wir sterben. Tatsache. Das ist ja blöd. Lalo, lalo. Ja. Ein Nether stirbt anscheinend im Wasser. Was ich ja nicht korrekt finde. Das ist aber auch voll überblendet manchmal, ne? Also ich meine, gut, Nether rennen ja eigentlich nachts rum, glaube ich. Oder sind, oh, Grafikfehler. Gut, ist halt so. Ich hoffe, dass die Aufnahme übrigens funktioniert, weil, ja, ich durfte mich ja schon einmal ärgern. Indem ich über eine Stunde Aufnahmematerial hatte. Ja. Und dann habe ich ganz doof geguckt, als das nicht funktionierte. Vor allem, da waren geile Sachen dabei. Also wir haben uns richtig rumgeprügelt mit anderen Spielern und, und. Das Geilste daran ist einfach, wir sind nicht gestorben. Ja, und ich habe sie alle gekillt. Obwohl doch, Gameplayer M20 ist ein paar Mal gestorben, glaube ich. Aber macht nichts. Trotzdem waren wir ja die Sieger irgendwo. Weil sonst sind wir doch eigentlich immer recht die Verlierer irgendwie. Aber es geht ja auch ganz schnell manchmal. Das ist halt Nether, ne? Also ihr habt ja gesehen, ich habe ganz beruhigt einfach mal die Sachen genommen da. Und wurde auch ganz beruhigt abgeschossen. Also ich denke, ja. Ich meine, gut ist es wirklich, dass sie jetzt endlich ein Anti-Cheat-Tool haben, was auch hoffentlich diesmal funktioniert. Ich meine, gut, es testen wirklich viele Spieler, das muss man mal sagen. Ja, also die Server sind voll, also heute zumindest, heute Abend. Also der Abend der Aufnahme. Und, ja, ich denke mal, man wird seinen Spaß haben als Scharfschütze, wenn das so volle Server bleiben auch. Aber wie, das ist jetzt so, Wasteland, ihr könnt es euch nicht richtig angucken. Es tut mir auch leid dazu, ja. Denn das ist ja eine verschwommene Sicht beim Nether. Also die Weite zumindest. Aber die Gegend Wasteland hat sich, wie gesagt, verändert. Ein Teil. Ach ja, was vielleicht. Oh, guck mal, da ist ein Spieler. Komm nur her, du Ratte, du! Hat er keinen Schuss mehr? Der hat keine Nahkampfwaffe, kann das sein?
Oh, der hat eine Schaufel. Nein, er kriegt mich gleich. Na. Der muss doch gleich keine Ausdauer mehr haben. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Also ein Pro-Gamer bin ich nicht, das habe ich auch nie gesagt, falls das einen interessiert. Aber ich dachte echt, ich will jetzt überlegen, dem Kerl. Ja, einige von euch machen bestimmt, oh mein Gott. Aber das dürft ihr auch, ja. Das soll euch gestattet sein. Denn ich würde es ja nicht anders machen. Ja, meine Mission ist jetzt die ganze Zeit schon. Also es gibt nichts mehr zu sagen. Also es ist alles gesagt. Es ist ein Hotfix, ja. Es ist kein Update, das wisst ihr. Und somit gibt es da auch nicht viel zu erzählen. Und ich wollte euch sowieso mal nochmal Nether zeigen, weil ich habe es, glaube ich, bisher nur einmal gezeichnet. Und das ist ja auch doof. Ihr wollt ja was erleben hier. Und das kann man nur hier mit Nether. Oh, da wird schon wieder geschossen. Ist übrigens unsere letzte... Oh, da hinten wird geschossen. Ist unser letzter Spawn übrigens. Also, danach gibt's nichts mehr. Hä? Wird auf uns geschossen? Auf meine Wenigkeit? Wenn ja, wer war das? Guck mal, da glitscht er durch den Boden. Das wurde anscheinend immer noch nicht behoben. Neu. Wir verziehen uns mal. Weil sonst sind wir gleich wieder Geschichte und das ist uncool. Die sind dann doch ein bisschen zu hart bewaffnet, die Leute. Aber wir haben einen gekillt, ey. Boah. Das macht das Ganze wieder ein bisschen wett von gerade. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Scharfschützen, also... Das ist meine Mission übrigens, falls ich das noch nicht erzählt haben sollte. Ja, manchmal weiß ich ja gar nicht, was ich schon erzählt habe. Bisschen unkoordiniert, das Ganze. So. Hier müsste der Scharfschütze gewesen sein. Ach, hier ist Safe Zone, glaube ich. Mal ein bisschen aufpassen hier. Mein Gott. Safe Zone secure. Also hier kommt man schon mal nicht besser weg. Schade. Man glitscht wahrscheinlich immer noch hier ganz doof rum, also... Schön ist was anderes. Oder kommen wir hier hoch? Hä, bin ich da gerade durch die Treppe geflogen? Hallo? Tatsache. Die Treppe gibt's gar nicht. Was ist das denn? Man konnte doch mal immer auf jede Treppe hochgehen. Wieso kann man es denn jetzt nicht mehr? Ah, ist das doof. Wo ist eigentlich unser Kumpane? Ach, da. Der läuft hier auch rum, in der Nähe. Kumpane Gameplayer M20. Ja, müssen wir mal irgendwie gucken hier, dass wir... Oder hier hoch, kann das sein? Wir gehen einfach mal hier lang. Ich glaube, ich bin hier auf dem Holzweg. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Wobei, wenn wir den jetzt wirklich auf den treffen sollten,
werden wir trotzdem sterben, hundertprozentig. Als wäre, wenn der uns nicht wegrutzen würde. Hier war auf jeden Fall jemand. Ich sehe hier oben keinen. Das muss aber auch nicht hier gewesen sein. Oder war das hier? Das war doch hier, ne? In dieser Gasse. Ha. Keine Ahnung. Nessa. Achso, falls euch das schon immer mal... Ich wollte es auch schon immer mal gesagt haben. Falls ihr gerne mit dem, der bei euch ist, mit dem ihr lauft in der Gruppe oder wie auch immer, könnt ihr B benutzen und dann habt ihr den, könnt ihr reden mit eurem Headset. Ja, Push to Talk, auch genannt. Sollte jedem ein Begriff sein. Wenn man nicht begriffsstutzig ist. Oh, jetzt hacke ich hier natürlich fest, das ist immer wieder, oh, legendär, du. Legendär. Ja, irgendwie sollte der hier sein, aber wo ist der denn? Ist der unten? Ach, der ist auf der Wiese. Bei den anderen Nether. Bots. Wieder Scharfschütze. Der ist hier irgendwo, aber der ist gut versteckt, der Scharfschütze, aber mir soll es jetzt irgendwie egal sein. Da rennt er auf der Wiese rum. Rennen wir auch mal ein bisschen rum. Schade, dass ich... Regeneriert sich das Leben eigentlich? 325, ich glaube, das ist die ganze Zeit schon, ne? Wir sind aneinander vorbeigelaufen. War er da gerade? Nö. Hä? Ah, er läuft da hinten lang. Da hinten, ich glaube, das ist er. Ich bin mir nicht sicher. Weil der so schnell ist. Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist er. Okay, der Name... Boah. Der Name steht anscheinend nicht bei. Aber macht ja nichts. Ist ja egal. Ne, du. Du, das ist ja völlig egal, du. Auf jeden Fall werde ich das jetzt... Die Aufnahme so lange laufen lassen, bis ich tot bin. Nein, wir werden jetzt... Wir werden jetzt nicht mehr so viel machen, ja. Wir gucken uns ein bisschen die Gegend an. Und das war's. Oh, guck dir mal, ein Golem. Jetzt kann man sich die Dinger auch voll einigen. Man ist ja eigentlich soweit safe, bis auf Vorspieler. Da kann man ganz nah rangehen an die Dinger. Guckt euch den mal an. Ich frag mich gerade, wie der riecht aus dem Mund. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Golem aus dem Mund riecht? So, wir gehen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass wir auf einen Unwissenden treffen. Am besten einen, der schon sehr dolle verwundet ist. Weil wir haben nämlich... Nein! Ihr Parasiten hier. Darf ich nochmal spawnen? Oh, schade. Hätte ja klappen können. Wollen wir jetzt mal testen, ob das immer noch so ist, dass das, wenn wir da jetzt reingehen als menschlicher Spieler, ob die Sicht immer noch so verschwommen ist wie jetzt auch? Ich wette, das ist immer noch so. Tatsache. Hat sich kein bisschen verändert, ey, das gibt's doch gar nicht. Das finde ich auch, das ist sowas wie No-Go. Ja. Ach, das sollte nicht sein, ganz ehrlich. Das ist immer noch verschwommen. Ihr könnt es ein bisschen sehen. Gut, wir können ein bisschen weiter gucken, glaube ich. Obwohl, ja, wir können ein bisschen weiter gucken. Aber dennoch ist die Sicht, ihr seht selber, so komisch rot, ja. Das liegt jetzt nicht an dem Feuer, weil ich da gerade hingeguckt habe. Wir können auch woanders hingucken, in der Ferne, da hinten, da seht ihr selber. Das ist so komisch rosa, ja, violett mehr. Also die Nether-Sicht. Und das stört mich so ein bisschen, ne. Also, so viel dazu. Hui! Ja, ich würde sagen, das war der Part von mir. Ich habe das Hotfix für euch vorgestellt. Ist eigentlich jetzt nicht so dolle erwähnenswert, aber... Oh, hier ist man auch noch safe.
Wusste ich auch noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge wieder von NASA. Irgendwann mal. Vielleicht wird das nicht so sein, dass wir einfach mal ein bisschen rumsnipern. Wer weiß das schon. Und ich hoffe übrigens jetzt zum Schluss der Aufnahme hin, dass die Aufnahme auch wirklich funktioniert und dass ich mich nicht wieder schwarz ärgern muss. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.